Faktastisch! Dieses Mal 11 verführerische Fakten übers Küssen. Jemanden zum ersten Mal zu küssen führt zu einer Steigerung des körpereigenen Dopaminwerts. Dopamin wird im Volksmund auch als Glückshormon bezeichnet und ist ein wichtiger Neurotransmitter. Wenn du also jemanden küsst, sorgt die Dopaminausschüttung dafür, dass du noch mehr davon willst. Es reduziert ebenfalls dein Schlafverlangen, mindert deinen Appetit und du fühlst dich energiegeladener. Eine Studie der Ruhr-Universität Bochum hat ergeben, dass rund 2/3 aller Küsser ihren Kopf nach rechts neigen. Der längste Kuss der Geschichte dauerte 58 Stunden, 35 Minuten und 58 Sekunden. Der Rekord wurde vom thailändischen Ehepaar Ekachai und Laksana Thiranarat im Jahr 2013 über den Valentinstag über aufgestellt. Eine Studie kam zu dem Ergebnis, dass die meisten Amerikaner ihren ersten Kuss bereits im Alter von 15 Jahren haben. In Indien liegt das Alter bei 19 Jahren und Brasilianer beginnen bereits im Alter von 13. Beim Küssen verändert sich der Herzschlag. Das Herz schlägt schneller und führt dazu, dass mehr Sauerstoff ins Gehirn gelangen kann. Also ideal vor wichtigen Terminen, Klausuren oder Prüfungen. Der Muskel, der deine Lippen bewegt, wird fachsprachlich Musculus orbicularis oris genannt. Frauen fühlen sich häufiger von Männern angezogen, die ein anderes Immunsystem haben. Dies können sie unter anderem beim Küssen durch den Geruch eines Mannes feststellen, natürlich unterbewusst. Küssen kann man auch studieren. Die wissenschaftliche Erforschung des Kusses wird Philematologie genannt. Es geht dabei zum Beispiel um die Bussi-Bussi-Kultur oder das oft merkwürdige Kussverhalten von Politikern. In einer Studie über das Küssen gaben die Teilnehmer bekannt, dass sie sich besser an ihren allerersten Kuss erinnern können als an ihr erstes Mal. Die durchschnittliche Person verbringt ganze 2 Wochen ihres Lebens damit zu küssen. Küssen entspannt den Menschen und schützt uns vor Schmerzen. Die Hormone Adrenalin und Dopamin reduzieren unsere Schmerzen und das Stresshormon Cortisol wird gehemmt. Außerdem stärkt das Küssen unser Immunsystem. Also, worauf wartet ihr noch? Küsst am besten die nächste Person, die ihr seht. Hallo, willkommen in meinem bescheidenen Heim. Ja, wie auch immer. Ich bin die neue Hausmeisterin und wollte mich kurz vorstellen. Okay, vielleicht nicht unbedingt die nächste Person, die ihr seht. Das war's auch schon mit diesem Video. Wusstest du schon, dass sich nur 2% aller Frauen als schön bezeichnen? Mehr darüber in unserem nächsten Video. 12 schräge Fakten über Frauen.